Hallöchen, meine Käsekätzchen und willkommen zu einem neuen, frischen Part von Die Sims 2. Und zwar mit einem kleinen Special, würde ich mal sagen. Und zwar, wie ihr schon seht, sind wir hier in Katzenhausen. Und Katzenhausen ist ja bei uns ja bekannt für mein kleines Projekt, was ich hier habe. Und zwar Die Sims 2 Geschichten aus der Spatzenstraße. Und da ist uns so eine gewisse Person aufgefallen, nämlich die Vermieterin Jenny Bär, die kurioserweise nie ein Zuhause hat und ich immer diesen Spaß gemacht habe, dass sie nie ein Zuhause hat. Und um die geht es in diesem Part. Wir werden für sie ein Zuhause erschaffen. Und wir sind aus einem bestimmten Grund hier auch in dem Nachbarschaftsmodus. Und zwar, um das Vorhaben zu machen, müssen wir erstmal die Cheat-Konsole öffnen. Und zwar brauchen wir den Cheat Pool Prop Testing Cheats Enabled True. Gut, Hammer. Das ist wichtig, dass man es in der Nachbarschaft eingibt, sonst funktioniert da hier bei Sims 2 nicht. Gucken wir mal, was wir für die kleine süße Jenny Bär für ein Grundstück machen. Das finde ich ja hier immer so schön. Hier so ein kleines Grundstück reicht ja eigentlich für sie. Hier so am Hügel. Und das nennen Jenny Bärs eigentliches Zuhause. So, falsch geschrieben, mein SU. Hallo. Perfekt. Fangen wir mal an. Let's go! Hier müssen wir noch ein bisschen was dekorieren. Das ist mir sonst zu kahl. Aber warte mal, wir haben doch hier Pflanzen. Im Topf. Da war doch, glaube ich, eine Palme dabei. So. Das sieht doch schon mehr nach was aus. Sieht aber immer noch pottenhässlich aus, aber es geht. Das perfekte Haus für Jenny Bär. Jetzt muss sie eigentlich nur noch einziehen. Wir nehmen mal Familie Lautner, es ist ja eigentlich völlig egal.
Das Bild, das sieht so richtig komisch aus, weil die sich ja so verstritten haben. Ist ja cool, ich wusste gar nicht, dass man das dann so sieht. Ach, hier ist sie ja schon, das ist doch schon mal nett. Jetzt kann ich sie doch... Kann ich die jetzt dazu veranlagen, dass sie umziehen kann? Mehr Immobilien. Ein neues Zuhause suchen. Ja, guck mal, ob wir was finden. Deswegen der Schied. Nein, ich will jetzt das Magazin nicht bestellen. So, ich hoffe, es klappt. Was? Dies ist der einzige erwachsene Knacker auf diesem. Wieso? Die sind alle Teenager oder was? Ich kann die jetzt wirklich nicht umziehen lassen. Junge, ist der rattig oder was? Ich überlege gerade. So, jetzt kommt euch so ein bisschen. Hä, wieso? Wir waren noch jetzt in einem ganz anderen Apartment. Und zwar, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich das mit Jenny Bear gemacht habe jetzt am Anfang, weil ich habe das offscreen gemacht, weil wegen so und so. Tolle Sache. Ich weiß auch nicht, was sie jetzt hat, aber das ist jetzt egal. Wir ignorieren die Leute mal gekonnt und wir suchen eigentlich den einen Vermieter hier. Ist das die? Nee, die hat irgendwas anderes, aber egal. Und zwar ist, warum es kompliziert machen, wenn es auch einfach geht, ne? Mit dem Sheet bin ich ja schon richtig. Hier sieht man auch ganz oben die Version 1.17.066. Und da weißt du, dass der Testing Sheet aktiviert ist. Und jetzt nehmen wir einfach... Nee, die wollen wir nicht, oder? Doch, hier nehmen wir die. Hier die Spitzig, oder wie auch immer die heißt, Spitzig, keine Ahnung. Quatsch die mal an, ich glaube, die kennst du eigentlich schon. Nee, kennst du noch nicht. Ach, hier ist Jenny Bear. So, also das ist hier ihre Vermieterin scheinbar. So. Und jetzt, bevor sie ja weggeht, klickt man einfach, wie ich jetzt hier geklickt habe, hier auf Make selectable. So. Das heißt jetzt unselect, weil ich die jetzt schon drin habe. Da fügt man sie ja zum Haushalt hinzu. Sieht, wenn der Sheet aktiviert ist, die Leiste hoch bei ihr. Man kann die noch selektierbar lassen. Und bei ihm machen wir das auch. Die können sich eigentlich nicht riechen, aber jetzt werden wir dafür sorgen, dass sie sich riechen können. So. Und jetzt, naja, reden nicht. Komm, wir reden. Nee, nicht tratschen. Wir reden mal über Interessen. So, ich hoffe, sie geht jetzt nicht weg. Jetzt seht ihr schon, Freundschaft ist hoch. So habe ich das auch bei ihr gemacht, aber da brauchte ich nicht sehr viel zu machen. Gut. Jetzt kann Hector dafür sorgen, dass sie vorschlägt, einzuziehen. Die beiden sind jetzt ja Best Friends Forever. Und jetzt lässt das eine Forschung. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie es auch macht. Das ist auch wieder so. Möchtest du zu uns einziehen? So, und jetzt sagt er, möchtest du bei uns einziehen? Ja, sie zahlt 7000 Magda. Gut, okay, jetzt haben wir Magda auch so. Also, so ist es nicht. Wir können jetzt sagen, wenn ich es mal finde, ein neues Zuhause suchen. Ich weiß auch nicht, was Miro da macht, weil er so in der Dusche steht. Oh. Oh, wie schön. Den ignorieren wir jetzt auch mal gekonnt. Es geht jetzt um sie. So. So. So, und jetzt öffnet sich hier Sims ausziehen lassen. Hier die Familie wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur sie nehmen. Und jetzt müsste sie gleich weggehen. So, die sagen Tschüss, auf Wiedersehen. Wir können es machen. So, und wie geht jetzt so? Sie zieht jetzt aus. Da ist das Taxi und dann geht's ab.
Theoretischerweise müsste sie jetzt in der Tonne sein. Ist sie nicht, weil ich ja nicht gespeichert habe. So. Ist ja nicht, wie schon gesagt, ist ja nicht schlimm, war ja jetzt nur ein Beispiel. Ich habe nicht gespeichert, also man muss es vorher speichern und dann hat man die hier in der Tonne, wie jetzt hier die Gach, Kreimer, hast du nicht gesehen. So. Und genau. Und das gleiche habe ich mit Jenny Bär gemacht. Und hier ist es. Jenny Bärs eigentliches Zuhause. Und hier ist sie. Und da gehen wir mal ganz kurz rein. Gutste, gibt sich erstmal einen Schluck, ne? Ist ja klar. Was auch immer das war. So, die, wie schon gesagt, sie hier hat jetzt ein eigenes Häuschen. Das habt ihr ja schon gesehen in dem Bau, in dem Speedboat. Ihr Häuschen hier, wunderschön. Ihr könnt ja noch die Kamera mal hier so rumswitchen mit Tab. Und da geht das, da können wir jetzt so die Position der Kamera wechseln, so. Und da kann sie sich jetzt wohlfühlen. Aber ich habe mal eine Frage, ob überhaupt sie dann immer noch Vermieterin ist oder ob jemand anderes dann kommt. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber zumindest habt ihr gesehen, wie ich es gemacht habe. Zwar mit einem anderen Beispiel, aber es geht genauso. Ah, nee. Okay, jetzt kriegen wir einen neuen Vermieter. Jenny ist nicht mehr da. Jetzt ist der Adrian hier. Okay, also sie ist jetzt sozusagen weg vom Fenster. Naja, dann haben wir... Vielleicht haben wir hier mal mit Adrian auch mal ein bisschen was zu tun. Aber zumindest Jenny Bär ist jetzt glücklich. Jetzt hat sie eine eigene Wohnung und muss nicht immer zu hier rumhängen. Ist doch auch mal schön. Sehen uns in einem nächsten Video wieder, wenn ihr weiterhin mal solche Bock habt auf mal solche Spezialvideos zwecks Sims 2 oder auch Sims 3, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, dass wir auch mal solche Challenges vielleicht, wäre eigentlich auch mit, ist zwar bei Sims 2 etwas eingeschränkter als bei Sims 4 und bei Sims 3 genauso, aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Oh, das ist da. Ich sag mal, ciao, ciao.